So, nachdem wir uns jetzt die Grundlage angeschaut haben, wie man so Wände erzeugt, können wir das Ganze hier mal anwenden an unserem konkreten Projekt. Das Schöne ist, hier haben wir eine gewisse Vorkonstruktion schon, die wir nutzen können. Also einmal hier unser Rastergrafik. Ja, und das Rastergrafik, weil da können wir keine Punkte einfangen, die haben wir quasi ausgerichtet an unserem Arbeitsebenenraster, ja, was unserem Baurichtmaß folgt, mit 12,5er. In 12,5er Schritten. Ja, jedes Kästchen hat hier eine Einheit von 12,5. Ja, das können natürlich auch 10er Schritte sein. Wenn Sie jetzt das traditionelle Richtmaß nicht verwenden wollen, dann wählen Sie wenigstens vielleicht ein 10er Raster. Wenn Sie Gebäude neu modellieren, ist das aus meiner Sicht zu empfehlen. Und wir haben zusätzlich noch ein Achsenraster hier definiert. Und daran können wir jetzt unsere Wände ausrichten. Danach gehen wir hier wieder, wie wir es vorhin auch gemacht haben, zunächst auf den Registerkarte Architektur, wählen jetzt hier für die Außenwände Wand tragend. Ja, bei diesem Haustyp, ja, Projekt möchte ich speichern, bei diesem Haustyp sind die Außenwände tragend. Jetzt wählen wir zunächst die Konstruktionsform aus und wenn ich hier das mache und den Achsenraster folge, dann kann ich quasi hier die Schnittpunkte wählen von meinem Raster. Deswegen gehe ich hier auf Linien, verwende allerdings Kette, ja, will quasi mehrere Wände nacheinander zeichnen. Die Basislinie ist in dem Fall meine Kernachse. Ja, also die Achsen gehen bei mir durch die Mitte meiner tragenden Schicht durch, sprich meines Kernes. Dann wähle ich hier, Radius mache ich keinen, Verbindung möchte ich zulassen, das ist okay. Hier die Höhe noch auf Höhe umstellen, wenn noch nicht passiert, und dann noch auswählen, wo die. Bis wohin soll das gehen? Und das wäre im Prinzip jetzt, die soll bis zum Obergeschoss gehen, Rohdecke. Also geht das, die Wand ist quasi oben angeheftet am Obergeschoss, Oberkante Rohdecke. Jetzt habe ich hier alle Einstellungen gewählt, gehe jetzt hier in die Eigenschaftenleiste und schaue noch nach den entsprechenden Wandtyp, den ich jetzt hier verwenden will. Wähle hier einen Wandtyp aus, der hier schon mal angelegt ist und ich glaube, es ist hier dieser Mauerwerk 25, 25er Mauerwerk mit dem Wärmedämmverbundsystem von 15 cm. Und gehen wir da mal, schauen wir da mal rein, ob es wirklich der ist. Ja, das sieht gut aus. Hier sehe ich eine Vorschau, habe hier ein Mauerwerk, hier eine harte Wärmedämmung, hier nochmal einen Außenputz. Inputs lasse ich am Anfang mal ganz gerne weg, weil ich dadurch ein bisschen eher ein Gefühl entwickle, auch auf die Ziegel und so weiter, die ich verwende. Das werde ich kurz zeigen, was ich damit meine. Aber Sie können natürlich auch gleich innen verputzen. Ja, jetzt, wenn Sie die Konstruktion ändern wollen, wenn das nicht passt, dann können Sie jetzt hier eingreifen und die Konstruktion verändern. Passen Sie dabei auf, wenn Sie sowas machen, hatte ich vorhin schon auch gezeigt im anderen Video, dann sollten Sie schauen, dass Sie hier eventuell den Typ vorher duplizieren. Also wenn der Typ schon verwendet wurde, sprich, da ist schon irgendwo in Ihrem Projekt, sind da schon Wände quasi von diesem Typ schon verbaut und Sie fangen jetzt an, in die Konstruktion einzugreifen, dann ändern Sie auch diese Wände mit. Ja. Wenn das nicht der Fall ist und Sie brauchen diesen Wandtyp nicht, diese Konstruktion, dann gehen Sie einfach auf Umbenennen, benennen das entsprechend um, weil der Name des Wandtyps sollte auch im Prinzip mit der Konstruktion zusammenpassen. Und das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, die Konstruktion zu ändern, sollte ich auch den Namen entsprechend mit anpassen und dann benenne ich es um. Wenn ich allerdings den Wandtyp schon verwendet habe und möchte diesen bereits verwendeten Wände nicht ändern, dann gehe ich auf Duplizieren, mache quasi eine Kopie davon und arbeite dann mit der Kopie weiter. Ja, wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, dann kann ich jetzt hier noch in die Schichten, den Schichtaufbau eingreifen. Ich habe hier quasi eine nicht tragende Schicht, die steht für Außenputz von 2 cm. Dann habe ich hier eine Dämmung, Luftschicht, ja, von 13 cm. Eine Trägerschicht, hier Borotherm, Ziegel 25 cm. Und wie gesagt, Innenputz lasse ich erstmal weg. Ich werde noch in einem anderen Video zeigen, wie ich das hier meine, ja, also wie ich das aufgebaut habe, wie ich mir auch eigenes Material erzeugt habe. Da gibt es noch ein extra Video dazu. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Wandtyp im Prinzip schon mal passt. Also brauche ich hier nicht weiter eingreifen, gehe auf OK. Auch noch auf OK. Check nochmal die Eigenschaften, Exemplareigenschaften, also die Typeigenschaften habe ich jetzt überprüft, das funktioniert, das ist das, was ich haben will. Das haben wir eben eh schon eingestellt. Die Kernachse, das geht, die Unterabhängigkeit unten wäre im Prinzip Erdgeschoss, Oberkante, Rohdecke, das ist okay. Da schauen wir uns nochmal im Schnitt an, was damit genau gemeint ist. Versatz will ich keinen. Oben haben wir eh oben schon eingestellt.
Also hier diese Einstellung, die ist hier, kann man auch hier unten nochmal neu einstellen, geht auch von hier aus. Und Berechnungsmodell, ja, das soll quasi auch mit berechnet werden, diese Wand. Und jetzt kann ich quasi loslegen. Jetzt fange ich einfach hier nur meine Schnittpunkte ein zwischen meinen Achsen. Und jetzt baut sich hier meine Wand auf. Jetzt kann ich noch bloß nochmal korrigieren, ob die Ausrichtung stimmt. Ja, das sehe ich jetzt hier, dass die Dämmung ist quasi aus mit dem Außenputz. Das ist in Ordnung. Wenn das nicht stimmen sollte, einfach die Leertaste auf Tastatur. Dann können Sie die Ausrichtung noch korrigieren. Und jetzt zeichne ich hier meine Wand immer von den Schnittpunkten meiner Achsen. Einfach nach. Ich hätte vielleicht hier das Arbeits Ebenenraster ausschalten können, weil das brauche ich jetzt hier im Moment nicht. Das ist eher irritierend. So. Und zum Schluss hier oben das Ganze noch schließen. So, jetzt bin ich fertig. Und meine Wände sind quasi konstruiert anhand dieser Vorkonstruktion. Jetzt kann ich nochmal das in dem, wie im Schnitt anschauen, was ich mit den Ebenen vorhin gemeint habe. Dazu wechsle ich jetzt hier in die Schnittdarstellung, gehe also hier in den Projektbrowser, wähle hier zum Beispiel QS1. Hier sehe ich jetzt meine Wand. Und die ist jetzt aufgespannt auf diese Ebene. Das war die Ebene Oberkante Rohdecke Erdgeschoss, also hier die blaue. Und das wäre dann diese Ebene hier oben, Oberkante Rohdecke Obergeschoss. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Idee kommen sollte, nur mal zum Spaß, jetzt hier die Ebene zu ändern, zum Beispiel auf 3 Meter zu setzen, dann gehen die Wände entsprechend mit. Warum? Weil ich sie quasi an die Ebene gesetzt habe. An die Ebene geheftet habe. Und das, was ich, das ist das, was ich vorhin meinte. Ja, mit dieser Methode können Sie rein theoretisch die Geschosshöhen relativ schnell korrigieren. Ja, also ich gehe mal darauf rückgängig. Das ist jetzt, das passt ja genauso. Können Sie aber auch hier, das werde ich mal kurz demonstrieren, die Wand quasi von der Ebene lösen, indem Sie einfach jetzt hier in die Eigenschaften gehen und hier sagen, manuell auf manuell umstellen. Oder auch hier über diesen Griff geht das auch. Jetzt ist die Wand von der Ebene gelöst, hat jetzt quasi eine fixe Höhe. Die ist jetzt hier auf 2,40 Meter, nicht verknüpft, sieht man jetzt hier oben. Ja. Und wenn ich jetzt die Höhe zum Beispiel ändern würde auf 3 Meter, ja, dann gehen die anderen Wände zwar mit, aber die bleibt konstant. Gehen wir auf rückgängig. Rückgängig. Jetzt wieder verknüpft. Und genauso können Sie aber auch einen Versatz, Sie können die Verknüpfung lassen, allerdings einen Versatz definieren. Zum Beispiel, muss ich die Wand bloß noch erwischen, diese hier. Und diese ist immer noch, achso, ist immer noch auf manuell gestellt, muss ich nochmal wieder sagen, verknüpfen das Ganze mit der Ebene. Ebene OG, Oberkante Rohdecke. Jetzt kann ich hier einen Versatz einstellen von, sagen wir mal, damit wir ein bisschen was sehen, was hier passiert, von minus einen Meter, also 100. Gehe auf Anwenden. Jetzt habe ich hier die quasi versetzt von der Ebene gezeichnet. Allerdings ist trotzdem noch verknüpft, hat einfach nur einen Versatz von minus einen Meter, ausgehend von der Ebene. Und sie hängt immer noch an der Ebene dran. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und die Ebene ändere auf 4 Meter. Dann sehen Sie, sie geht im Prinzip mit immer einen Abstand von 1 Meter. Also das ist der Sinn und Zweck von so einem Versatz. Gerne auf rückgängig, rückgängig. Und jetzt passt das wieder. Schauen wir uns das Ganze nochmal in 3D an. So sieht jetzt hier unser Grundriss in 3D an, in 3D aus. Und wenn wir hier nochmal reinschauen in unsere Wand von innen, dann sehen wir hier das, was ich mit dem Ziegel meinte. Ich habe quasi die Wand so aufgebaut, dass ich hier auch hier, wenn Sie jetzt hier umstellen auf realistisch hier unten. Dann sehe ich quasi hier eine Ziegeltextur, sodass ich im Prinzip ein gewisses Gefühl entwickle, wie das Ganze dann mit Ziegeln aussieht. Aber aufpassen, das ist jetzt hier kein echter Verband. Ja, es ist zwar mit ein bisschen simuliert, so ein Ziegelverband, aber es ist keine echten Verbandsregeln. Ja, normalerweise würde man es ja ganz anders mauern. Man würde hier die Ecken ausmauern, überall, und danach das quasi nach innen laufen lassen, also die Ecken aufeinander zulaufen lassen. Dann entsteht hier ein anderer Verband, also jetzt, wie es jetzt hier ist. Aber man kriegt schon mal ein gewisses Gefühl für die Wand, wie die Wand im Prinzip konstruiert ist, auch optisch. Das können Sie auch anders darstellen, wenn Sie zum Beispiel auf schattiert gehen, dann sieht es so aus. Aber auch hier habe ich mir jetzt quasi eine Schraffur hinterlegt. Also das erste, das hier war eine Textur. Also hier, das war eine Textur.
Ja, die ist ausgerichtet an der Schraffur. Wie gesagt, ich werde es im extra Video nochmal zeigen, wie man sowas macht. Und habe auch noch eine Schraffur mitlaufen, die im Prinzip auch den diesen Verbands, diesen Ziegelraster folgt. Ja, so dass im Prinzip auch, also mit solchen Schraffur-Tricks, die ich noch, dann noch zeige, in einem anderen Video, können Sie im Prinzip auch sogenannte Fliesenspiegel, aber wenn Sie wollen, auch so einen Wand. Verband simulieren. Ja, das ist im Prinzip, wie gesagt, kein echter Mauerverband, wie das normalerweise in der Praxis wäre. Das geht leider nicht, ja, dass sie jetzt hier wirklich hier das quasi mauern lassen würden. Ja, das, dann bräuchten sie einen extra Algorithmus, der ihnen hier das Ganze quasi nachbaut, wie man es in der Praxis auch mauern würde. Ja, was gibt es hier noch? Dann gibt es hier noch verdeckte Linie, das sieht dann so aus, oder halt Drahtmodell, dann sehen sie quasi alles. Ich arbeite am liebsten mit schattiert, manchmal auch mit realistisch. Also wenn ich mir die Mühe gemacht habe, mit echten Texturen zu arbeiten, verwende ich realistisch. Und das Retracing, das können Sie nur machen, wenn Sie eine sehr, sehr gute Grafikkarte haben. Habe ich jetzt hier nicht. Wenn ich jetzt hier mal umschalten würde, wird der Rechner ziemlich langsam. Das ist im Prinzip die Einstellung, wo er sich am meisten Mühe gibt ins Rendern. Aber wie gesagt, das macht nur Sinn, wenn Sie sehr wie sagt man, leistungsstarke Rechner haben, weil das macht in Echtzeit wenig Sinn. Ja, also es fängt an, das Bild hier aufzubauen. Ja, also das kommt natürlich dann im echten Rendering am nächsten, aber in Echtzeit völlig sinnlos. Ja, also wie gesagt, den Rechner, den ich jetzt hier habe, kann man das vergessen. Man sieht schon, wie lange das jetzt hier braucht, um das Ganze aufzubauen. Wenn Sie jetzt anfangen, das ganze Bild jetzt hier zu bewegen oder so, dann baut das wieder neu auf. Also keine gute Idee. Also das nutze ich so gut wie nie. Also realistisch geht schon, das schafft man schon, aber das andere kann man vergessen. Ja, wenn man keine Power Station hat. Okay, so viel zu den Erdgeschosswänden.